Grüß euch, ich bin der Lorenz. Und ich bin der Norbert. Und das ist die Sheila. In dem Video haben wir einen neuen Hochdruckreiniger gekriegt. Und wir zeigen euch, wie wir mit denen waschen. Wir haben einen neuen Hochdruckreiniger gekauft. Das ist ein Lehmer. Das steht da. Was mir ganz gut gleich drauf gefällt, ist da, dass man einen Filter hat fürs Wasser, wo es in den Hochdruckreiniger reingeht. Wir haben dazu eine Lanze mit einem Dreckfräser drauf und eine Lanze mit einem normalen Sprühstrahl. Da kann man aber verstehen, ob man alle zwei Düsen fahren will oder nur eine. Und mitgekommen ist auch so eine Schaumlanze, die ist ganz einfach zum Draufstecken. Das Umstecken von den Lanzen ist ganz einfach. Da tut man den roten Knopf zurücktauchen, zahlt die Lanzen raus. Und wenn ich zum Beispiel den Schaumbehälter drauf tue, stecke ich den nur da rein, druck wieder den Schnapper zurück und fahre mit den ganz rein. Und dann ist das fix. Und jetzt schaue ich mal, wie der wascht. So, ich habe jetzt einmal grob runtergewaschen den Dreck. Erste Resümee, für sie, er hat Mut Power, also Kraft hat er gemacht. Vielleicht ein bisschen, dass der Griff, der hat mir bei unserem alten Hochdruckreiniger ein bisschen besser gefallen. Vielleicht ist es noch eine Gewöhnungssache, aber sonst schaut es ganz gut aus. Schauen wir mal rein. Da sieht man, jetzt habe ich mal einen groben Dreck runtergewaschen. Und jetzt will ich dann mit der Schaumlanze das einschäumen. Das Reinigen vom Stall findet in Schritten statt. Ganz am Anfang wird der Stall eingewackt. Und das Einwachen kann auch notwendig sein, dass man das öfters macht. Weil wenn der Stall nicht gescheit eingewackt ist, dann geht die Reinigung ganz schlecht. Dann ist die Reinigung für mich auch Arbeit. Also zuerst wieder eingewackt. Und nachher findet die Grobreinigung statt. Grobreinigung heißt, dass nach der Grobreinigung soll der Stall optisch sauber sein. Da soll man nichts mehr sehen. Da sollen die Aufstallung und die Spalten sollen optisch sauber sein. Nach der Grobreinigung wird er eingeschäumt mit einem fett- und schmutzlösenden Mittel. Den Schaum lassen wir dann ca. eine halbe Stunde einwirken und dann wird der Schaum runtergewaschen. Wenn es notwendig ist, kann man nach dem Abtrinken den Steuer desinfizieren. Wie haben Sie für den Hochdruckreiniger dann entschieden? Wenn mir die Beratung einmal gut gefallen hat, mir ist zuerst so ein Hochdruckreiniger angeboten worden von der Firma Lehmer, so wie wir zuerst gehabt haben. Aber nach dem Telefonat dann hat mich der Vertreter gefragt, für was ich den Hochdruckreiniger, für was wir den brauchen. Und dann hat er gemeint, dass vielleicht der andere mit mehr Literleistung. Dieser Hochdruckreiniger hat eine Stundenliterleistung von 1250 Liter. Also der hat mehr Literleistung als dem, was wir vorher gehabt haben. Aber dieser Hochdruckreiniger hat weniger Druck, also weniger Bar. Dieser Hochdruckreiniger hat 150 Bar. Was für uns komplett ausreichend ist, die Bar. Wichtig bei den Arbeiten, die wir machen, ist, dass wir eine hohe Literleistung haben, dass wir den Dreck gescheit runterwaschen können. Der Lorenz sagt da jetzt, dass er fertig mit Einschäumen ist, dass Einschäumen schön gegangen ist und dass er mit so einer kleinen Flasche 15 Stand eingeschäumt hat. Also mit so einer kleinen Flasche, was er da herzeigt, hat er 1,5 Stahl eingeschäumt.
Zuerst habe ich den Stall mit der Flachstahldüse eingewackt. Der war komplett trocken. Da bin ich nass gemacht. Dann habe ich umgestellt auf den Dreckfräser. Mit dem habe ich jetzt den groben Dreck runtergewaschen. Das ist jetzt der Dreckfräser. Der Tour hat vorne so ein Kügelchen drinnen und das dreht sich und durch das hat man so einen Kegel. Jetzt da eingeschäumt, so wie man sieht, da biegt noch schön der Schaum überall rum. Und jetzt dann nehme ich wieder die Doppelflachstreudüsen. Umschalten von zwei Düsen auf eine Düsen tut man mit dem Hebel da. Den kann man da drehen. Und wenn ich das jetzt während dem Waschen mache, sieht man vorn, wie die Düsen die zweite dazu schalten oder auch nicht. Und der Druck, wenn man nur auf einer Düse ist, ist viel stärker, als wenn man mit zwei ist. Aber mit zwei hat man halt mehr Wasserleistung. Und mit der wasche ich jetzt noch den Schaum runter. Und dann ist der Stall fertig. Und dann kommen wieder Sau rein. So, ich bin gerade mit dem Waschen fertig geworden. Der Stall ist jetzt schön sauber, wie man sieht. Der Schaum ist runtergewaschen. Zum Erwähnen war noch, dass wir auf meinen Hochdruckreiniger 25 Meter Hochdruckschlauch drauf haben. Als Resümee zu deinem Hochdruckreiniger, ich bin extrem begeistert von diesem Umschalt oder von der Kupplung da, weil das einfach so schnell geht, dass ich auf den Dreckfräser umtue oder auf die Schaumlanzen. Das ist sehr gut. Die Wasserleistung ist auch sehr gut, weil viel Wasser kommt und das alles runterwascht. Der Druck auch, mit dem Dreckfräser weiß ich noch nicht ganz. Mir vibrieren die Finger noch ein bisschen. Da gibt es aber so vibrationshemmende Handschuhe, die werden wir sich vielleicht noch zulegen, wenn wir mit dem Dreckfräser weiter waschen, weil der ist schon sehr aggressiv. Sonst muss ich sagen, sehr gute Leistung von dem Hochdruckreiniger. Um zu sehen, ob ein Stall sauber gewaschen ist, könnte man auch einen Butterbrottest machen. Und der Butterbrottest ginge folgendermaßen. Man lässt das Butterbrot mit der Butterseite nach unten auf die Spalte fallen. Und dann hebt man es aus und isst es mit Genuss weiter. Nur in dem Stall, was der Lauf jetzt das Goschen hat, können wir das nicht mehr machen, weil da schon Sauen herin sind, die abgefertigt waren. Ich möchte mir Dankeschön sagen fürs Interesse. Und vierte.